Okay, hier 10 Fragen. Was geht, Freunde? Ein weiteres Mal herzlich willkommen zurück bei Universum. Jetzt mit Younes Amiri, kurz vor deinem Kampf gegen Jalous. Wow. So, am 5.11., liebe Friends, werden die beiden Heimscheiße auch gegeneinander kämpfen. Das wird sehr interessant. Ich weiß, dass Younes Amiri was drauf hat. Boxen so mich, weil er schon länger boxt. Jalousien, Habib Jalous ist ein Essener Shabab, der auch keine Angst hat vorm Kämpfen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er boxerisch so talentiert ist. Das weiß ich nicht. Ne? 10 schnelle Fragen an dich, um das Publikum ein bisschen auf diesen Kampf abzudaten und ihnen ein bisschen einen Hintergrundeinblick zu geben. Erklär uns doch mal bitte, wie ist dieser ganze Streit mit Jalous überhaupt entstanden? Übrigens, Ringlife, bester Mann. Entstanden. Ja, der ist folgendermaßen entstanden. Ich war ja eigentlich eine Zeit lang cool mit dem so. Ich habe denen auch geholfen bei ein, zwei Sachen. Dann auf einmal ist es irgendwie ein bisschen eskaliert bzw. schiefgegangen wegen Umstrittigkeiten so. Irgendwie war es wegen seinem kleinen Bruder eigentlich so im Kindergarten gewesen. Das hat sich dann aber immer weiterentwickelt, so, bis es schon dahin gegangen ist, dass er meine Freundin beleidigt hat. Und ja, dafür wird er auf jeden Fall auch seine Konsequenzen tragen. Krass, also das mit der Freundin, das wusste ich gar nicht. Wie ist es aber? Ja, Friends, das ist ja das Ding, ne? Der Jalous hat ab und zu mal irgendwie ein paar so Seitenhiebe gegen seine Perle gemacht. Ist so ein bisschen eib, ne? Auf Frau geht man nicht. Ne? Deswegen bin ich mal gespannt. Dazu gekommen, wie habt ihr euch dazu entschieden, das Ganze bei Universum auszutragen im Boxring? Ja, folgendermaßen, ich bin einfach nicht der Fan davon, sich draußen zu schlagen. So, ich habe eine Community und ich will eine Vorbildfunktion auch sein. Und ich will denen nicht damit zeigen, dass ich mich draußen schlage, sondern dass ich das auch fair und sportlich im Ring machen kann. Ja, gute Worte. Ja, definitiv. Sehr verantwortungsbewusst, ne? Von dem kleinen Tangaboy. Muss man sagen. Oh, The Song. Eine Stufe 1 abonniert. Dankeschön, Bruder. Ich küsse dein Herz. Geil. Geile Message. Du hast ja schon einen Boxkampf bestritten und den auch gewonnen, ne? Ja. Denkst du, das ist jetzt im Kampf gegen Jalous ein klarer Vorteil für dich? Nein, auf gar keinen Fall, weil da ist immer so eine gewisse große Nervosität dabei. Und jetzt auch, als ich gehört habe, dass es in Oberhausen vor 10.000 Leuten ist, wird schon ganz nervös. Ich meine, bei mir war das nur ein Livestream gewesen so. War auch nicht der stärkste Gegner, hat auch ein bisschen weniger als ich gewogen. Der wiegt jetzt zum Beispiel 20, 30 Kilo jetzt mehr als ich. Aber 20, 30 Kilo, da sind wir ja beim... Das kennen wir doch. Das kennen wir. Ne? Da ist gefährlich. Muss man aufpassen. Da muss auch ein Younes Amiri aufpassen als Erfahrener. Ne? Weil mit so einem Schwergewicht einer reinkriegst, dann tut schon weh. Das ist jetzt kein Grund, warum ich jetzt Angst habe oder irgendwas anderes. Ich werde auf jeden Fall mit 100% reingehen. Dass ich einen Vorteil habe, glaube ich nicht, aber ja. Okay, jetzt hast du die nächste Frage eigentlich schon fast ein bisschen beantwortet. Die nächste Frage ist nämlich, wo denkst du, liegen deine Vorteile und vielleicht auch deine Nachteile? Ein bisschen genauer jetzt zu dieser Thematik. Ich glaube, dass ich relativ flink bin. Also ich wiege ja deutlich weniger als der. Ich trainiere auch sehr, sehr viel. Auch viel mit meinem großen Bruder zusammen. Der wiegt ja auch ein bisschen mehr als ich. Also ich glaube, dass der Younes Amiri hat einen großen Bruder. Und der ist auch Boxer oder was? Dann schon cool, wenn du mit deinem großen Bruder Boxen trainieren kannst. Safe. Schon nice. Kräftemäßig auf jeden Fall besser dabei ist als ich. Aber ich glaube, dass ich auf jeden Fall im Ausdauerbereich besser bin und flinker bin als der. Okay. Ausdauerbereich. Also, Gewicht ein Nachteil für dich, aber Geschwindigkeit der Vorteil für dich. Ja, genau. Okay, gut. Soll ich mir das auch aufschreiben eigentlich? Deep drin schreibt, Gasman verbreitet Live-Maracatus. Der ist ein Film, der Typ. Der verbreitet live die Message. Er lädt ein. Er lädt. Ey, Savula, 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 Jungs. Chill, Alter, boah. Wir werden Gasmin definitiv einladen, Freunde. Ich schwör's euch, der wird die Tage hier sein. Das wird überfett. Das wird übergeil, Digga. Führ uns mal ein bisschen in dein Training ein. Wie sieht denn deine Vorbereitung gerade auf diesen Kampf aus? Was machst du?
Also bei mir sieht es aktuell so aus, dass ich meistens morgens und abends trainiere. Also zweimal am Tag. Ich muss sagen, dass ich davor eine relativ große Pause gehabt habe. Also ein Jahr kein Sport gemacht. Da habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt wahrscheinlich knapp 2 Monate Vorbereitungszeit gehabt. Da habe ich gesagt, da stecke ich jetzt 100% rein. Die letzten 2-3 Wochen lasse ich auskurieren, dass ich dann nur einmal am Tag bzw. 2-3 Mal die Woche nur trainiere bis zum Kampf hin. Ja, so sieht mein Trainingsplan aktuell aus. Okay. Kannst du uns auch vielleicht schon so eine kleine Prognose auf den Kampf geben? Was denkst du, wie der Kampf ablaufen wird? Also ich bin ehrlich, ich werde auf jeden Fall auf K.O. gehen. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, ihn K.O. zu hauen. Harte Worte von Amiri. Ne? Das ist Plan A, ne? Man geht direkt da auf K.O. Aber so mache ich das ja auch. Ne? Also man muss... Wer plant denn nach Punkten zu gewinnen, du? Das plant man ja nicht, genau. Nach Punkten, nach Punkten gewinnen ist natürlich... Das haben die Klitschkos gemacht, ne? Aber ja, die haben auch Dingens gehabt, Bruder. Die waren so quasi, die Klitschkos waren so ganz oben, so, weißt du? Und da haben die gesagt, Hallas, ich muss nicht mehr beweisen. Ich halte den nur noch auf Abstand. Schach, mach, Bruder. Schach. Jeff. Einfach nur die. Paar Jeffs. Wisst ihr, was ich meine? Das ist die Barakato-Stufe. Ne, also auf K.O. gehen ist immer natürlich klar. Für einen Boxer ist normal. Das ist eine. Ich sagen kann, soll auch nicht arrogant klingen oder irgendwas anderes, aber ich werde auf jeden Fall auf K.O. gehen. Nein, das ist nicht arrogant, ich mag das. Im Kampfsport muss man Selbstbewusstsein an den Tag bringen. 100%. Und damit in den Ring steigen, um eine gute Performance zu liefern. Ich bin echt gespannt, ob du diese Prognose erfüllen kannst. Du hast es gerade gesagt. Stellt euch vor, jemand sagt, ich will durch Punkte gewinnen. Ja, stell dir vor, du bist so Tyson. Ah, die ganze Welt guckt auf dich. Was ist dein Plan? Ich will durch Punkte gewinnen. Ja. Guck mal, es gibt diese Leute, aber. Das sagt da keiner. Die stehen nicht für Show, Bruder. Sag mal so. Es gibt natürlich Boxer, die dann auf Punkte gehen, weil die wissen, ich habe krasse Kondi, ich halte mich zurück und so. Aber keiner wird in einem Interview sagen, ich will durch Punkte gewinnen. Bruder, ein Boxer muss durch K.O. gewinnen. Oder besser gesagt, das sollte sein Ziel sein. Klar. Ne? Das soll sein Ziel sein. So ist das. Der Kampf findet in Oberhausen statt, Rudolf Weber Arena. Über 10.000 Leute werden dort am Start sein. Über 10.000 Leute, liebe Friends. Deswegen sage ich euch jetzt nochmal, Freunde. Sichert euch die Karten. Sichert euch die Karten, liebe Friends. Es sind schon über 10.000 Karten weg. Also es ist so eine 15.000 Halle. Deswegen, sichert euch die Karten. Kommt und lasst richtig Action machen am 5.11. Und ich glaube, das ist ja auch seine Ecke, ne? Ja, ist immer schwierig. Das ist halt Heimvorteil. Die Halle wird, denke ich mal, wesentlich lauter sein. Aber ich habe auch auf jeden Fall genug Verstärkung dabei. Und ich denke mal, dass das auf jeden Fall kein Nachteil für mich sein sollte, dass ein paar Leute mehr seinen Namen rufen als meinen. Am Ende zählt ja, was man im Ring drauf hat. Okay, also es wird dich jetzt nicht einschüchtern, wenn ein großer Teil des Publikums dich vielleicht möglicherweise ausbuhen wird? Nee, ich glaube nicht, aber ich würde jetzt, glaube ich, auch lügen, ne, wenn mich das jetzt nicht so irgendwo so ein bisschen hakt. Okay, ist schon scheiße, ne, alle auf seiner Seite, ne, aber da muss man Augen zu und durch. Ja, liebe Friends, ausbuhen ist natürlich auch scheiße, ne. Ausbuhen ist kacke. Man kann es ja auch verstecken, ne? Mit Bu oder Bu-Earns. Also wenn Mo in den Ring kommt, Bu-Earns ihn alle. Und dann Mo in der Ecke. Sagen die Bu oder Bu-Earns? Mo-Earns. Sagen die Mo-Earns? Guck mal, Freunde. Boomerns oder ein ganzes Wort. Moerns. 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 Also boot ihn nicht direkt aus, mach dieses Moerns. Der soll nicht wissen. Der soll denken, hä, was ist das für ein Schlachtruf? Was rufen die da? Was rufen die? Der soll die durch. Die Mo Army hat sich was ausgedacht für den Abend. Die Mo Army ist sehr kreativ heute gewesen. Moerns. Das wäre doch so Schalke Nordkurve, die denken sich ein Lied aus. Stellt euch vor, liebe Freunde, 10.000 Zuschauer da und alle schreiben Moerns! Moerns! Wenn der rauskommt, Moerns! Der ist Moerns! Auch geil. Durch so, das hat jeder mal. Und ja.
Richtiges Mindset. Ja. Jetzt gibt es aber noch eine heikle Thematik. Ja, es ist ein bisschen ein heikleres Thema. Und zwar, so wie ich das mitbekommen habe, ist Jalous auf den sozialen Medien auch ein bisschen auf deine Familie losgegangen und hat da ein paar Bemerkungen losgelassen. Ist das eine Motivation für dich, vielleicht da noch ein bisschen, ne, ihm noch eine extra Lektion zu erteilen? Ja, definitiv. Ich denke, dass jeder da draußen sich auf jeden Fall mehr angegriffen fühlt, wenn man auf die Familie geht und da so ein bisschen mehr im Kampf auch dabei ist. So, ne? Ich sehe das einfach mal positiv so, wenn er der Meinung ist, das zu machen, so, das stärkt mich auf jeden Fall. Und ich freue mich einfach umso mehr, mit ihnen in den Ring zu gehen. Ich weiß nicht, mit was für einer Intention er reingeht, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Okay, persönliche Streitigkeiten, dann der Kampf im Ring, möglicherweise dein Sieg, vielleicht auch sein Sieg. Denkst du aber, nachdem ihr euch im Kampf ein bisschen verprügelt habt gegenseitig, dass es vielleicht zu einer Versöhnung kommen kann? Ich denke nicht. Klare Worte hier von Amiri. Keine Versöhnung. Also ich denke, dass die schon sich wahrscheinlich im Ring... Nach dem Kampf sieht die Geschichte auch wieder anders aus. Nach dem Kampf sieht es halt immer ein bisschen anders aus. Das ist ja die Frage, die mir auch viel oft gestellt worden ist. Verträgst du dich nach dem Kampf mit dem Neandertaler? Ich will natürlich da nicht vorgreifen. Ich weiß es nicht, kann ich euch nicht genau sagen. So wie es jetzt gerade ist, natürlich denke ich eher nicht, aber Allahu Alam, nur Gott weiß. Ne? So, es ist mittlerweile zu weit gegangen, so. Der kannte auch meine Grenzen, wir waren Freunde vorher. Ich weiß nicht, wie weit es geht, wie gesagt, ob das sein Sieg sein wird oder mein. Aber ja. Versöhnung ist schwierig. Okay. Vielleicht irgendwann, aber jetzt so schnell weiß ich nicht, ob das dann mit dem Kampf einfach so geklärt ist. So. Ich meine, man sollte ja seine Grenzen kennen, man beleidigt ja nicht einfach Familie. Aber wie gesagt, Freunde, bei mir, ihr kennt mich. Ihr wisst, wie ich bin. Ich bin nicht. Bei mir ist das Problem halt immer, ich habe so ein. Ich weiß, ihr wisst ja, man sagt sowas über sich selber eigentlich nicht, aber ich habe so ein weiches Herz manchmal. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so... Ich sag das für dich. Du hast ein weiches Herz, Bruder. Ist das so? Ja, ist wirklich so. Walla? Ist wirklich so, Walla. Ich hoffe alles. So, und ich kann auf einen Menschen nicht lange sauer sein. Wisst ihr, was ich meine? Und manchmal, wenn ich mich mit Leuten vertrage oder was auch immer, sagen andere Freunde von mir, warum machst du das? Scheiß doch auf den oder was auch immer. Aber ich bin so einer, ich bin der Meinung, wenn man lange auf jemanden sauer ist, so, ja, ne, stellt euch vor, ich bin lange auf einen Mensch sauer, okay? Und ich habe ihn sehr Schlechtes dann so gewünscht, so, ja, ne, scheiß auf den. Oder so, ihr kennt das, wenn man sauer auf einen Mensch ist. Und jetzt stellt euch vor, ich sterbe morgen dann. Und ich bin dann gestorben, während ich auf den richtig sauer war und den nicht, diesen Menschen dann nicht mehr so mein Herz geschlossen habe oder wie auch immer. Und das ist etwas, was man dann nicht mehr rückgängig machen kann. Solche Sachen. Ich denke mal an sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen. Ne? Natürlich ist die Streitigkeit mit Mo natürlich, jetzt gerade wird es natürlich auch immer wieder ein bisschen lustig hier, weil es auch die Promo ist. Ne? Aber man, bei aller Liebe darf man nicht vergessen, wir hatten einen miesen Streit. Bruder, letztendlich ist es schwer. Bruder, ich sag auch generell, Hass raubt immer Energie. Hass raubt Energie zu 100%. Das ist es so, weißt du, dann, wenn du Hass im Herzen hast, dann wiegt dein Herz auch mehr, so. Das weißt ist du? Es. Lass einfach los, lieber neutral, dass du sagst, ey, man geht sich aus dem Weg oder sowas, als das diesen Hass mit sich zu tragen und die ganze Zeit zu sagen, so aus Leidenschaft jemanden zu hassen. Genau, also das ist auch das Ding, was ich euch vielleicht mitgeben kann, Freunde. Außer bei Ex-Freundinnen, die darf man hassen, ist okay. Hast du eure Ex? Das Nein, ist okay. Auch nicht die Ex hassen. Was passiert ist, ist passiert und schaltet ab. Ne, tragt nicht so viel Hass mit euch, Freunde, weil ich sag euch, Hass mit sich tragen oder anderen Menschen was Schlechtes gönnen, ist sehr große Fitna im Herzen. Ne? Und es kommt auch immer wieder zurück. Es kommt auch immer zurück. Ihr wisst, was ich meine. So, Allah sieht alles. Ja, ne, ihr seid nicht auf verdeckte Operation auf der Erde. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ne, man kann sagen, ey, ich vergesse das zum Beispiel, aber ich will mit dir auch nichts mehr zu tun haben. Beispiel. Aber dann hat man sich wenigstens vergeben. Das heißt, man macht seinen Hack halal und wenn irgendwas passieren sollte, kann man immer noch sagen, man hat sich vorher die Hand nochmal gegeben oder so. The Song mit 5 Abos an die Community. The Song. Bruder, vielen, vielen Dank. Ich küsse dein Herz. So, versteht ihr, was ich meine? So sehe ich das. Und, genau, ich lese gerade einen Kommentar vergeben, nicht vergessen, klar. Aber man sollte gewisse Sachen
auch nicht zu ernst dann später nehmen, damit ihr euch selber einfach nicht fickt, weil das eine Eigenschaft, das sind Eigenschaften, Freunde, die ihr lange mit euch trägt, ja, und diese Eigenschaft, wenn ihr zum Beispiel eine Frau habt oder dann irgendwann Kinder habt oder was auch immer, die gibt ihr weiter, diese Eigenschaft. Wisst ihr, was ich meine? Jonas DDR hat das gerade gesagt, was ich sagen wollte. Mike Tyson und Holyfield haben sich auch wieder vertragen. Walla, und der eine hat das Ohr von dem anderen abgebissen. Ja, was ist schlimmer als das, Bruder? Du guckst in den Spiegel, dein Ohr ist Holyfield, kaputt. Holyfield hat zu denen gesagt, gib mir auch ein Stück Schleck. Genau, probieren. Aber wisst ihr, was ich meine? Also, ihr trägt das mit euch, ihr gebt das weiter. Und das ist halt natürlich kein gutes Ding so. Am besten ist immer, wenn ihr auch Streit habt mit Menschen, guckt, Jani, ich weiß, man kann nicht immer alles sofort vergeben, aber guck, wenn das geht, vergibt euch. Ne? Wenn Gott vergeben kann, wer sind wir, dass wir nicht vergeben können? Das ist halt immer so, ne, liebe Friends. Also das kann ich euch nur mitgeben, wenn man jetzt hier mich wieder mal als den Superguru fragt. Ne? Dann ist das so. Aber wie gesagt, ich bin jetzt gerade nicht auf Kuschelkuss mit Mo. Der Kampf ist ein ernstzunehmender Kampf. Ich nehme das Ganze sehr ernst natürlich. Und wir werden da auch durchziehen. Vor dem 5. November gibt es keine Liebe. Nee, so. Nee, nur Maschariat. Den Angehörige oder andere Leute, und das sollte mit einem "Es tut mir leid" auf jeden Fall nicht geklärt sein. Okay, guter Standpunkt. Jetzt noch die letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen. Du machst diesen Kampf, möglicherweise gewinnst du diesen Kampf. Hast du danach Bock, noch weiter zu kämpfen? Und wenn ja, hast du vielleicht schon so einen Wunschgegner im Kopf? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, ich habe das ja schon vor 3-4 Jahren so gemacht. Aber halt nur so just for fun mäßig, ne? Und mir macht es auf jeden Fall Spaß, so neue Herausforderungen zu treffen. Und ich würde mich auf jeden Fall auch freuen, so einen neuen Gegner danach zu haben. Aber jetzt direkt so einen habe ich aktuell gerade nicht. Okay. Tatsächlich nicht. Mal sehen, was uns erwartet. Rudolf Weber Arena, 5.11. in Oberhausen. Besorgt euch die Ticket. Ich wünsche dir natürlich maximalen Erfolg. Hat mir Spaß gemacht. Und ein weiteres Mal, was geht, Freunde? Jetzt mit Jalous. Nachdem wir schon mit... Das ist direkt in der Folge mit drinnen mit Jalous, da bin ich mal gespannt. Ich habe gedacht, da kommt ein extra Video auf uns zu. Wird dann wahrscheinlich auch bei dir. Ja, bei mir wird das wahrscheinlich dann genau sein. Das heißt, ja. Ich habe diese... Habe ich es gespoilert? Nee, das ist ja so klar, dass das auch bei mir kommt. Ich habe natürlich auch diese 10 Fragen-Ding gemacht, Freunde. Neandertaler hat das wahrscheinlich auch gemacht. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir dann zusammen in denselben Dingen sind, im selben Video. Wir gucken, Jonas, was Jalous dazu 10 Fragen gemacht haben, jetzt auch 10 Fragen an dich ganz schnell für das Publikum. Machen wir. Legen wir los? Okay, so. Jonas hat uns erklärt, warum der Streit losgegangen ist. Jetzt erklär uns mal aus deiner Sicht, wie hat der Streit überhaupt zwischen euch begonnen? Also ich habe ihn zu mir nach Hause eingeladen, ihn und seine Freundin, die waren bei meiner Mutter zu Hause essen. Meine Mutter hat sogar seine Freundin mit einer Decke zugedeckt, den war kalt. Wallah. Das erinnert mich an... Ich habe auch deine Hände Bandage gemacht. Das hat fast dasselbe Level wie, wenn ein Spieler wechselt, ich habe in deren Bettwäsche geschlafen. Ich habe in Schalke-Bettwäsche geschlafen. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß zusammen. Es war alles witzig, es war alles gut. Und am Ende des Tages wollten wir dann noch ein Video drehen zusammen. Und ich habe dann gemerkt, Jonas war irgendwie gar nicht einverstanden, weil ich mich mit Maria ein bisschen gut verstanden habe. Und was dann passiert ist, wir waren Videos drehen und dann habe ich gemerkt, Jonas war die ganze Zeit schon ein bisschen sauer. Und dann hat er meinen Bruder angeschrien, er soll ein Video ausmachen. Wir wollten ein Comedy-Video drehen, was ich eigentlich immer mache, ist mein Content. Und auf einmal fängt er an, meinen kleinen Bruder zu beleidigen. Und keiner aus NRW, kein normaler Mensch würde zulassen, dass jemand seinen kleinen Bruder beleidigt. Gut, dass er sagt, kein Mensch aus NRW. Keiner aus NRW. Das Ding ist so, man kann den Satz jetzt anders zu Ende bringen. Keiner aus NRW beleidigt meinen Bruder. Oder keiner aus NRW lässt zu, dass einer seinen Bruder beleidigt. Oder keiner aus NRW, ne, hat sich jemals getraut, meinen Bruder zu beleidigen. Keiner hat, genau. Digga, das ist auch ein geiler Satz. Keiner aus NRW, Digga. Man sagt doch nicht, du Hund, mach die Kamera aus und so. Der ist 8 Jahre alt. Er macht TikTok und der Kleine war der größte Fan von Younes Amiri. Mein kleiner Bruder war ein Fan von Younes und er beleidigt ihn dann. Also ich finde... Da hört der Spaß auf, dann habe ich mich da eingesetzt und gesagt, hey, das geht nicht, red nicht so mit denen. Aber der ist auf jeden Fall ein bisschen zu hoch geflogen. Er denkt, glaube ich, er wäre der Superstar hier in Deutschland. Er ist auf jeden Fall ein bisschen abgehoben geworden. Ja. Das sind auf jeden Fall krasse Anschuldigungen, ne? Ist wirklich interessant, die Hintergrundgeschichte. Wie kommt es jetzt aber dazu, dass ihr diese Streitigkeit hier bei Universum klären möchtet? Also es ist so ins Stande gekommen, wir wollten uns treffen.
Wir wollten das 1 gegen 1 regeln. Und dann zeigt er in seiner Story. Wir wollten das 1 gegen 1 regeln. Du hast gestern meinen Bruder bei der Show 1 gegen 1. Dass er schon mit zwei weiteren Kollegen ist, also ist ja schon unfair, dann 1 gegen 3. Und dann aus Provokation habe ich dann noch 4-5 Leute angerufen. Am Ende wurden das dann 10-11 Leute. Und wir ich habe aus Provokation 5 Leute angerufen. Ey, bitte, ne? Und dann wurden daraus 11. Ey, Friend, bitte. Wie kam das aber? Ich frage mich, wie sieht das aus? Du rufst 3-4 Freunde an, sagst so, yo, Bruder, ich brauche deine Hilfe, Schlägerei, bla, bla, bla. Ne? Und dann so, ja, okay, alles klar, wir kommen. Und dann kommen die nochmal mit 11 noch drauf. Die haben auch nochmal Leute angerufen. Aber scheiß mal da drauf. Bitte seid mal ehrlich. Was denkt ihr? Was denkt sich Ringlife? Der hört so zu, als ob der so Therapeut ist. Ja, da hat er gegen meinen Bruder was gesagt und dann habe ich 5 Leute angerufen, dann wurden wir 20 Leute und dann hat er ein witziges Video bei mir gemacht, weil das ja mein Content ist, bla bla, und der Ringlife, so voll der Profiboxer, strammer Typ. Ja. Erzähl mir mehr. Was geht in Ringlife seinen Kopf ab? Ich denke so, dass er gerade so denkt, jetzt muss ich mein Gehalt beweisen und professionell beweisen. Das Geld, ne? Manchmal ist Geld leicht verdient, da ist es bestimmt nicht leicht verdient. Er denkt sich heißer Stuhl, ja, ich schwöre. Ey, jetzt mal ohne Spaß. Der Ringlife denkt sich so, gleich wick beide weg, Alter. Ey, der Marc hat Umfrage gestartet, was denkt Ringlife? Scheiße, Mann. Klick mal oben drauf. Warte. Nehm ich ernst? Was redet der da? Mein Herd ist noch an. Da haben wir unsere Antwort. Also bis jetzt 85%, mein Herd ist noch an. Heutzutage ist ja auch ein wichtiges Thema, ne, mit den Preisen. Oh so. Shit, Alter. Der denkt, scheiße, Gaspreise sind in die Höhe gestiegen. Und ich höre, was der mir hier voll labert. Also ich muss nach Hause. Ey, Digga, so geil, der Ringleib, ne. Mein Herd ist noch an, hat gewonnen. Gesehen und haben einfach, wir wollten erstmal reden. Oh, er war frech, dann haben wir einfach drauf losgeschlagen, weil wenn ein Mann sein Wort nicht hält, dann ist das für mich kein Mann und dann werde ich dann auf jeden Fall zeigen, wo meine rechte Frau hingehört. Okay, ich wusste nicht, dass es da tatsächlich schon so eine Auseinandersetzung gab, aber Habt ihr den Blick von Ringleib gesehen? Wo der gesagt hat, meine rechte Faust, der Ringleib so, Wallah, du hast ja die rechte Faust gemacht. Jedes Mal NRW hat dann rechte Faust. Bitte, guck mal die Reaktion von Ringleib, bitte. Rechte Faust hingehört. Okay, ich. Okay. Das will ich sehen. Der Ringleib denkt sich, wo bin ich hier gelandet? Digga, hey, Ringleib, deine Fresse, so geil, Digga, okay. Ich wusste nicht, dass es da tatsächlich schon so eine Auseinandersetzung gab, aber umso interessanter, Younes hat aber schon einen Kampf gemacht, ne? Einen Boxkampf hat er bestritten. Hast du schon einen Kampf bestritten? Nein, noch nicht, aber auf jeden Fall habe ich auch bei diesem Kampf gesehen, er kann nicht boxen. Okay, denkst du aber jetzt dadurch, dass er einen Kampf schon bestritten hat, hat er irgendwelche Vorteile dir gegenüber? Er hat mir nur seine Schwächen verraten und er hat viele Schwächen und das sind meine Vorteile. Gute Antwort von Jalous. Ne? Er hat mir viele seiner Schwächen gezeigt. Der Satz kam auch sehr flüssig. Ich weiß nicht, ob er den einstudiert hat, aber der war gut. Seine Schwächen sind seine Vorteile. Okay, reden wir ein bisschen weiter über dieses Thema. Vorteile, Nachteile. Was sind deine Vorteile Younes gegenüber und wo hast du vielleicht einen Nachteil ihm gegenüber? Gegenüber habe ich, glaube ich, gar keine Nachteile. Ich mache das Ding, glaube ich. Es gibt nur Vorteile für mich. Er ist ein kleines Kind in meinen Augen. Und dann gucken wir uns das einfach mal an. Du siehst jetzt keine Vorteile bei Younes? Also man muss sagen, der Jalous haut, schwingt große Töne. Ich hoffe für ihn, dass er das auch untermauern kann. Ich habe Jalous vorgestern oder so, habe ich ihn in Altendorf getroffen. Ne, waren wir schön kurz, waren wir mal essen. Und da habe ich ihn gefragt, Bruder, wie läuft dein Training und so?
Er klang auch sehr entschlossen und da habe ich ihn aber auch gesagt. Ich so, guck mal, Bruder, ich mag dich, ein bisschen Essener, ne? Nimm das nicht auf die leichte Schulter, ne? Du spuckst große Töne, ich hoffe, da kommt irgendwas. Ein bisschen wenigstens, ne? Und er meinte, ja, da kommt 100% was, ich trainiere. Deswegen bin ich sehr, sehr krass gespannt. Also muss ich euch sagen, ne? Ja, da wirst du den Kampf nicht sehen. Doch, doch, die kämpfen ja vor mir. Ich weiß, aber da bist du in der Vorbereitung, Mann. Ich hoffe, du guckst den Kampf nicht. Doch, also live zumindest. Doch, in der Kabine hinsetzen. Du bist in deinem Film, darüber reden wir noch. Das könnte ein Fehler sein vielleicht, wenn du ihn unterschätzt, ne, und das Training vielleicht jetzt nicht ernst genug nimmst. Daher jetzt mal hier die Frage, wie sieht überhaupt deine Vorbereitung auf diesen Kampf aus? Also ich trainiere eigentlich jeden Tag. Ich nehme einmal, jeden Sonntag nehme ich mir quasi eine Auszeit, damit ich mich erhole. Und sonst, ich fühle mich mega fit. Gehst du joggen, Sparring, wie sieht dein Trainingsplan aus? Das volle Programm wirklich, aber ich verrate jetzt nicht so viel. Ah, okay, er will ein Geheimnis daraus machen. Können wir vielleicht sogar, du sagst jetzt, du hast alle Vorteile, ja? Du bist größer als er, schwerer als er, ne? Du sagst, er ist ein kleines Kind, dann sollte es ja eigentlich... Du sagst, er ist ein kleines Kind? ...mit Leichtigkeit ein K.O.-Sieg werden. Denkst du, dass es, läuft es in die Richtung hinaus? Also, ich habe dir noch gesagt, ich werde den K.O. hauen, aber dann hat er mich angerufen und gesagt, bitte, schlag nicht so fest, lass das einen Showkampf lassen. Habe ich gesagt, nein. Er wollte mit 16 Unzen kämpfen, ich möchte aber dann trotzdem mit 14 Unzen kämpfen. Okay, das ist ein Unis-Call. Ich guck mal, ich schreibe ihm mal eben bei Instagram an. Der soll mal seine Nummer schicken. Amiri! Ja. Also erstmal danke fürs Nummer schicken. Genau, mach mal Licht an. Guck mal, Amiri. Ja. Wo bist du? Bist du im Auto? Ja, ja, ich fahre gerade nach Frankreich. Du darfst Auto fahren? Tschu, darf ich Auto fahren? Natürlich darf ich Auto fahren. Hast du Führerschein? Ja, ja. Walla! Natürlich, Mero, denkst du, ich wäre sonst in dein Live reingekommen. Oh, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich dachte, du bist 16 oder so. Hast du echt Führerschein? Ja, was liegt dir auf dem Herzen? Habibi, guck mal. Wir sind live. Wir haben auf diese Jalous reagiert jetzt. Diese 10 Fragen. Ja. Der hat gesagt, eiskalt, du hast den angerufen und gesagt, bitte hau nicht so feste und so. Stimmt das? Wie hau nicht so feste? Der hat gesagt bei den Fragen, ja, dies und das. Dann hat der Younes mich angerufen und gesagt, ich möchte mit Kopfschuss machen, bitte hau nicht so feste. Und ich will 16er Unzen und keine 14er. Natürlich nicht, Messina, du kennst mich doch, Mann. Wir haben... Ich hab gesagt, dass du was drauf hast. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass du den angerufen hast. Deswegen habe ich hier live gesagt, ich rufe jetzt Younes an, weil das kann ich nicht so stehen lassen. Der will Showkampf, sagt er. Genau, der hat gesagt, du willst Showkampf machen. Der lügt, ne? Ey, ich weiß nicht, wie viele Leute bei dir drin sind gerade, ne? Allah, eine Milliarde. Das hört gerade. Sinan, du bist mein Zeuge. Ich werde diesen Jungen da drinnen wortwörtlich seine Fresse einhauen, sodass jeder draußen wissen wird, dass das keine Promo ist. So doll werde ich in die Fresse einhauen da drin. Ich bin dein Zeuge. Ich trete den Zeugenstand. Frag, wie aus 4.11. Aus 4.11 wurden. Ich trete in den Zeugenstand und bezeuge, dass du das machst, Jane. Frag, wie aus 4.11 wurden. Was denkst du denn, wer gewinnt? Bruder, ich sag dir ehrlich, guck mal, du weißt, ich mag dich, ne? Aber am Ende des Tages ist Jalousien. Jalousien ist ein Essener, Bruder. Und Jalousien sind für jede Wohnung wichtig. Deswegen, ich bin Team Jalousien. Ich bin Team Jalous. Aber ich weiß, dass du auf jeden Fall den sein Leben zur Hölle machst. Das okay. Weiß ich. Okay, Sinan. Wir sehen uns in Charla am 5.11. Ja, nee, du weißt, du, ich muss dir nicht sagen, dass du boxen kannst. Na, du bist Boxer, nicht ich bin Boxer. Bruder, ich bin kein Boxer, Bruder. Ich bin nur Tourist. Wallah. Ich bin nur Tourist, Bruder, in dieser Sache, Bruder. Ich bin Fußballer, Bruder. Wallah. Nein, Bruder, ich sag dir ehrlich, ich weiß, dass du boxen kannst. Du trainierst auch mit 2-3 krassen Leuten, die ich auch kenne. Bei Jalous, ich weiß nicht, ob der boxen kann. Keine Ahnung, aber der ist halt Essener. Ich muss halt aus... Du weißt doch, Loyalität ist meine Stadt. Ja, ne? klar. Aber du weißt, ich wünsche dir ja auch nichts Schlechtes oder so. Inshallah, ihr macht beide einen guten Kampf, weißt du?
Inshallah, inshallah, ja, okay, gut. Ich habe auch gesagt, dass es nicht korrekt war von denen, dass der deine Frau beleidigt hat und so. Wallah, ich habe das gesagt, weil das geht nicht. Wallah, das geht nicht. Ich habe das gesagt live, dass er Scheiße gemacht hat, wallah. Ich küsse dein Herz, alles gut, Bruder. Wallah, ich weiß nicht, ob ich dir glauben soll, weil manchmal du sagst so und danach kommst du zu mir, da machst du Fitter hier. Wallah, ich hab das, Bruder, das ist wie ein Journalist. Bruder, Wallah, Bruder, das ist online, du kannst selber sehen. Ich hab gesagt, Frau beleidigen, das Eib, wo du Wasser auf den geschmissen hast. Hab ich, ja, Bruder. Ich hab gesagt, wo du Wasser auf den gemacht hast, das hast du gut gemacht, weil man kann nicht von einem die Frau reden. Geht nicht, Bruder. Ja, Wallah. Ich hab das gesagt, Bruder, ich lüge auch nicht. Ja, auch wenn ich Masrada mache, ein bisschen mein Spaß, aber das hab ich zu 100% safe, Bruder, ist Fakt. Wegen Sharaf, ne? Wegen Sharaf, genau. Habibi. Hast du dich gefickt, Mann? Hol dein Sharaf zurück! Ich küsse dein Herz, Bruder. Tamam, ey, fahr vorsichtig, ich küsse dein Herz. Okay. Trainier fleißig, ich mein Bruder, dir. Und inshallah, man schreibt dich. Inshallah, danke, du auch. Habibi. Salam alaikum. Yalla, Sian. Salam alaikum, viel Spaß euch noch. Danke, Bruder. Ciao, ciao. Yalla, yalla, ciao, ciao. So, da haben wir den Amiri am Telefon gehabt. Wallah, Bildreporter. Richtig, so auf Journalist. Wallah, was bist du nicht, Bruder? Wallah. Boxer, Twitch, Rapper. Wallah. Twitch. 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 Also, liebe Friends, aber man muss ja auch ehrlich sagen. Jalousien-Call. Ich schwöre ja. Aber ich habe seine Nummer nicht. Ey, wer hat von Jalousien die Nummer? Schreibt die mal bitte in den Chat. Wer hat von Jalous die Nummer? Scheiße, wer hat von Jalous die Nummer? Einer schreibt 110. Scheiße, wen kenne ich? Warte mal, wen kenne ich, der ihn kennt? Guck mal, Leute, schreiben ihre eigene Nummer rein. Ich kleinen Teufel, Alter. Holla, Sinan, du hast Fit eine neue Bedeutung gegeben. Was denn? Wir müssen nur den Stream interessant machen, Jane. Scheint hat der Jalous sich einen kleinen Spaß erlaubt und behauptet einfach, Younes Amiri hat den angerufen und gesagt, mach nicht so hart und so. Ich kenne Younes, ich weiß, dass der auf jeden Fall, was Boxen angeht, im Ring seine Eier hat, so Jane. Und das Ding auch durchzieht bis zum Ende. Die Frage ist am Ende, wer natürlich gewinnt. Ich denke schon, dass Younes Amiri gewinnt, weil er einfach besser boxen kann. Aber man darf keinen Gegner unterschätzen. Auch den Jalous nicht, weil er ist ja jetzt auch nicht so boxerfahrend. Warten wir es einfach ab. Gucken wir, was er noch sagt. Kann er rechnen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin dort aufgewachsen. Im Zentrum habe ich meine viralsten Videos gedreht. Die Leute kennen mich von dort. Und ich glaube auf jeden Fall, dass ich viele Leute mitnehmen werde. Hast du generell jetzt nach diesem Kampf auch weiterhin Lust auf Boxen oder ist es jetzt einfach nur so ein Mittel, um diesen Streit zu klären? Ehrlich gesagt habe ich ja gesagt, ich wollte das eigentlich auf der Straße klären, aber er hat dann angefangen mit, komm, lass zu Universum gehen. Für ihn, er ist ein sehr manipulativer Mensch, er möchte das alles, glaube ich, vermitteln. Manipulativer Mensch? Weißt du, welches Wort da drin steckt? Money. Money. Ja, habe ich gerade auch dran gedacht. Money. Da ist der Money am Puller. Geld machen für die Reichweite. Mich interessiert die eigentlich gar nicht. Aber das ist dann irgendwie trotzdem so gekommen. Viele behaupten von dir, dass du einfach nur durch Stress machen groß geworden bist und deine ganze Reichweite dadurch aufgebaut hast. Ist es jetzt vielleicht deine Möglichkeit, den Hatern da draußen zu beweisen, dass du einfach mehr drauf hast, als nur die Klappe aufzureißen? Eigentlich nicht. Weil ich habe meine ganze Karriere durch Videos mit meinem kleinen Bruder aufgebaut, den ich sehr liebe und sehr beschütze, so wie das, glaube ich. Den ich sehr beschütze. Hey, der ist 8. Den ich sehr beschütze, der wird so morgens wach. Ey, alles gut bei dir? Warte, warte. Brauchst du was? Musst du Toilette, was spring dich? Ich guck doch rechts links. Mach so Tür auf, ist da jemand. Hey, stimmt. Kommentar beste. Sein Bruder ist privat. Das hatten wir ja, der ist privat. Der muss geschützt werden, Bruder ist privat. Jedermann tun würde, sogar ein Mädchen würde mehr Eier zeigen als Younes. Und auf jeden Fall, ich habe die Videos mit meinem Bruder gemacht, darum bin ich viral geworden. Aber sobald jemand Stress machen möchte, schieße ich natürlich zurück. Ich bin kein kleines Kind mehr und ich lasse mir nichts gefallen. Also ehrlich, ich habe keine Angst mehr. Ehrlich gesagt, wenn jemand Stress machen möchte, bin ich dabei. Ich stehe dazu, ich stehe mein Mann. Eigentlich hast du es vorhin schon gesagt, dich interessiert dieser Kampf jetzt nur, weil Younes hier im Ring klären wollte, du wolltest es auf der Straße, sage ich mal, klären. Angenommen, du kämpfst und du leckst Blut, kann man dann vielleicht von dir noch weitere Boxkämpfe erwarten oder sagst du, nee, ich belasse es dabei? Das einzige Blut, was ich lecken werde, ist von Younes nach dem Kampf.
Gut, ich denke, mit dieser Ansage beenden wir das Interview jetzt an. Der meint doch Blut lecken, Jani. Ach gut. Er ist auch wie ich Vampir. Er trinkt auch Blut. An dieser Stelle auch. Das war's mit den 10 Fragen an Jalous. Jani, er trinkt seine Blut. 5.11. in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen, der Kampf zwischen. Ein Publicity Blut. Marc, der redet wie einer bei einer Präsentation vor der Klasse. Zwischen Younes und Jalous. Holt euch noch die letzten verfügbaren Tickets und wir sehen uns dort. Bis dann. So, liebe Friends, das waren 10, was sagen die, 10 schnelle Fragen. 10 schnelle Fragen zwischen Younes Amiri und Jalousen. Mit vielen harten Aussagen, ne? Mit sehr vielen harten Aussagen, wo ich aber sagen muss, hat der Younes Amiri guten Eindruck gemacht, auch einen respektvollen Eindruck eigentlich. Natürlich war Jalousien jetzt auch jetzt nicht so irgendwie assi oder so, aber da waren schon ein bisschen mehr härtere Worte. Da war so mehr eine, ich beschütze meinen Bruder, ist sehr persönlich alles, ich muss den umbringen. Spannung, Spannung aufbauen. Kein Showkampf.